Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesem Vortrag von der NGW Winterthur. Ich bin Jonas Hostetler, ich bin noch im Vorstand der NGW. Ganz herzlich begrüßen möchte ich heute auch unsere Gäste von Swiss Engineering, Sektion Schaffhausen-Winterthur, die heute als Partnerorganisation mit uns dabei sind. Ja, und jetzt möchte ich Ihnen ganz herzlich Cyril Brunner vorstellen. Er hat mir gesagt, ich soll einfach sagen, er sei Klimawissenschaftler, aber ich möchte jetzt noch zwei, drei Dinge mehr über ihn erzählen, bevor er dann gleich starten wird. Sie kennen ihn vielleicht schon, das Gesicht. Man hat ihn in der letzten Zeit öfters mal in den Medien gesehen. Er spricht über unter anderem über negative Emissionen, über Netto Null, worüber er auch heute sprechen wird. Sein Werdegang, ganz kurz, er hat Chemielaborant studiert, dann als Chemielaborant gearbeitet und dann hier an der ZHW Maschinenbau studiert, ist dann an die ETH gegangen für einen Master und dann in die Klimawissenschaften eingestiegen, dort doktoriert und jetzt arbeitet er mit dem Reto Knuti zusammen, der vielen von Ihnen wahrscheinlich auch im Begriff ist. Gut, vielen Dank, dass du hier bist, Cyril. Und ja. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Wie gesagt, mein Name ist Cyril Brunner, ich bin Klimaforscher am Institut für Atmosphäre und Klima und wir sprechen heute über Netto Null und wie wir den menschengemachten Klimawandel begrenzen können. Diese Abbildung, das zeigt, wieso, dass wir über das Thema sprechen. Wir sprechen darüber, weil wir als Menschen, als Gesellschaft über die letzten 160, 170 Jahren eine spezielle Erwärmung herbeigeführt haben. Die Erwärmung, die ist nicht nur speziell in dessen, wie warm es jetzt ist, denn es ist die wärmste Periode in mehr als 100.000 Jahren. Es ist insbesondere speziell, weil es sehr schnell warm geworden ist. Und das ist zu schnell für viele Arten, für viele Ökosysteme, aber teilweise auch für uns Menschen, um uns anzupassen. Und so stellt sich die große Frage, man könnte fast sagen, der Elefant im Raum, ja, wie könnte man diese Erwärmung denn stabilisieren? Wie kriegt man das hin, dass es nicht mehr wärmer wird, sondern dass das gleich bleibt? Und wenn wir jetzt da in die Fachliteratur gehen und das anschauen, hier sehen Sie den Bericht vom Weltklimarat, da ist die Zusammenfassung, die gibt Aufschluss darüber und die zeigt, dass wenn wir den menschengemachten Klimawandel begrenzen wollen, dass wir die CO2-Emissionen auf Netto Null reduzieren müssen und die anderen Treibhausgase stark reduzieren sollten. Okay, was das auch heißt, darauf gehen wir nachher ein, was das bedeutet. Wenn man das jetzt in ein Klimamodell reinfüttert, dann sieht das so aus. Dann haben wir hier die historischen Emissionen, respektive die historische Erwärmung und dann irgendwann geht es über in das Klimamodell. Und wenn wir jetzt dieses Klimamodell so einstellen, dass wir die Emissionen, die CO2-Emissionen bis 2050 linear auf Netto Null runterkriegen und die anderen Treibhausgase stark reduzieren, dann sehen wir, wir können die Temperatur stabilisieren. Also Sie sehen auch, wenn wir auf Netto Null gehen, dann geht es nicht wieder zurück auf vorindustrial, sondern es bleibt einfach so, wie es dann ist. Auf jeden Fall, das ist jetzt irgendetwas, was wir in Klimamodelle reinfüttern können. Da muss ich einfach Zahlen, muss ich einfach Emissionswerte reingeben. Aber die große Frage ist ja, wie machen wir denn das jetzt als Menschen? Und ich möchte das erklären mit dieser Abbildung hier. Und da zeige ich die globalen Treibhausgasemissionen im Verlauf der Zeit. Und man sieht hier die historischen Emissionen, bis 2020 sind sie jetzt mal hier gezeichnet. Und dann sieht man eine weitere Entwicklung, wie sie aussehen könnte, so wie sie abschätzen, aufgrund der aktuellen Maßnahmen, die global eingeleitet sind. Das sind die globalen Gesetze. Wenn wir das so machen, dann sehen wir haben verschiedene Arten von Emissionen. Wir haben da unten Biomasse, die wir verbrennen. Wir haben Erdöl beispielsweise, wo wir nutzen, wo wir verbrennen. Dann haben wir noch andere Treibhausgase. Ich gehe nachher auf die Dinge ein. Und was wir machen, wir führen der Atmosphäre jedes Jahr gigantische Mengen Treibhausgase und CO2 hinzu. Und jetzt jede Tonne CO2, die wirkt wärmend. Jede zusätzliche Tonne CO2, die wirkt wärmend. Und so machen wir immer mehr und mehr und mehr CO2 und wegen dem wird es immer wärmer und so sind wir beim Jahrhundertsende irgendwo, wenn wir diesen Pfad verfolgen, bei einer Temperatur von etwa 2,5 bis 3 Grad. Das wollen wir nicht, haben wir gesagt, als Gesellschaft. Und wegen dem brauchen wir, aus meiner Sicht breche ich das herunter, 4 Dinge, wie wir denn die zusätzliche Erwärmung stoppen können. Und das erste
Ich glaube, das ist relativ intuitiv für die meisten. Wir müssen versuchen, wegzukommen von fossilen Rohstoffen, wie zum Beispiel Erdöl, Erdgas und Kohle und auch die Produkte, die wir daraus herstellen. Also Benzin, Diesel, Kerosin, Heizöl, Schweröl, Lösemittel, die so hergestellt werden, aber auch Kunststoffe beispielsweise. Jetzt, wie macht man das? Spannend ist, wir haben ganz viele verschiedene Dinge, wo wir Treibhausgase generieren, weil unsere Leben vielfältig sind. Aber wir können da ein paar große Dinge herausnehmen, zum Beispiel die Mobilität. Bei der Mobilität ist ein Ansatz, dass wir die Mobilität elektrifizieren. Jetzt in der Schweiz ist das für uns nichts Neues, denn ÖV, den haben wir bereits sehr lange elektrifiziert. Andere Staaten haben da ein bisschen mehr Aufholbedarf. Aber dennoch wird es vermutlich in einer klimaneutralen Gesellschaft auch weiterhin Autos geben. Und da bietet die Elektromobilität eine gute Möglichkeit, weil Elektrofahrzeuge im Betrieb so hingekommen kriegen, dass sie keine zusätzlichen Emissionen mehr verursachen. Dann wollen wir es zu Hause auch warm haben. Und auch das ist weiterhin möglich in einer klimaneutralen Gesellschaft mit erneuerbaren Heizsystemen. Und die gehen typischerweise einher mit einer guten Dämmung der Gebäudehülle. Dann habe ich gesagt, es gibt noch andere Dinge, beispielsweise Lösemittel oder Kerosin. Und da kann man Dinge machen, wie beispielsweise, dass man das CO2 aus der Atmosphäre rausnimmt und dann mit dem Treibstoff macht oder das als Ausgangsprodukt braucht, zum Beispiel für Kunststoffe. Wenn man die dann wieder verbrennt, dann ist das CO2 wieder in der Atmosphäre und dann hat man einen Kreislauf geschlossen. Und all die Dinge, da ist sehr viel Elektrifizierung mit drin. Da braucht man zwar weniger Energie, aber mehr Strom. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch versuchen, unser Stromsystem auszubauen in einer Art und Weise, dass es nicht nur noch mehr Treibhausgasemissionen gibt. Und auch da, wenn wir andere Staaten anschauen, die müssen zuerst ihr ganzes Stromnetz dekarbonisieren. Wir in der Schweiz, wir sind da super eingestellt, weil unser Stromnetz ist de facto eigentlich schon dekarbonisiert. Aber wir brauchen mehr Strom, wenn wir das alles umwandeln wollen. Das ist auch die Debatte, die wir beispielsweise jetzt dann haben im Sommer und wo wir darüber abstimmen. Gut. Das sind ein paar Punkte, da gibt es natürlich noch mehr, wir können nachher gerne drüber sprechen, aber das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den wir tun müssen, ist, wir müssen schauen, dass wir unsere Biomasse nachhaltig nutzen. Biomasse wie beispielsweise Holz. Ist für viele Menschen, die sind immer ein bisschen erstaunt, wenn ich das bringe, weil die finden, ja, Holz ist doch CO2-neutral, oder nicht? Also wieso ist das wichtig? Ich zeige dann gerne diese Abbildung hier und da sieht man, wie der Mensch die globalen Flächen verändert hat. Insbesondere haben wir ein Drittel des gesamten Waldbestands global gerodet, weil wir Platz brauchten für irgendetwas anderes. Und wenn wir das gerodet haben, dann haben wir das Holz beispielsweise oft so genutzt, dass wir es verbrannt haben und das ist jetzt in der Atmosphäre. Und das hat zu CO2-Emissionen geführt. Hier sehen wir die weltweiten CO2-Emissionen, das sind Milliarden Tonnen im Verlauf der Zeit. Und wir sehen die CO2-Emissionen durch die Landnutzung, die sind in etwa gleich geblieben. Und hinzugekommen sind die fossilen Emissionen. Und auch heute noch machen die Landnutzungsänderungen, also wenn man hingeht und zum Beispiel einen Wald abholzt, machen 10% der globalen CO2-Emissionen aus. Und dieses CO2, das wärmt genau gleich, wie CO2 wärmt, wie wenn wir eine fossile Verbrennung haben. Wenn wir uns das so anschauen, quasi wie viel Erwärmung wird durch das CO2 heute herbeigeführt, dann ist ein Fünftel dessen kommt aus der nicht nachhaltigen Nutzung von Biomasse. Also müssen wir schauen, dass wir das auch so hinkriegen können, dass wir Biomasse nachhaltig nutzen. Nachhaltig nutzen heißt, dass wir so viel nutzen, wie gleichzeitig nachwächst. Das machen wir in der Schweiz. In der Schweiz, die Holznutzung vom Schweizer Wald ist nachhaltig, aber wir brauchen mehr Holz, als die Schweiz liefern kann und deshalb importieren wir und das ist hingegen nicht nachhaltig, was global passiert. Also Biomasse nachhaltig nutzen. Dann der dritte Punkt ist, dass wir nicht nur CO2 ausstoßen. Also ich zeige das hier anhand dieser Abbildung. Da sieht man die Erwärmung seit der Vorindustrialisierung im Verlauf der Zeit und da sieht man die Gesamterwärmung. Und wenn man jetzt wissen möchte, wie wird die zusammengestellt, dann wissen wir, okay, wir haben CO2 als Treibhausgas und das trägt so viel zur Erwärmung bei im Verlauf der Zeit. Aber eben, CO2 ist nicht das einzige Treibhausgas, das wir ausstoßen, wir stoßen auch andere Dinge aus.
Ein anderes Treibhausgas, welches sehr wichtig oder sehr stark ist, ist zum Beispiel das Methan. Und wenn ich das auch abbilde, dann sieht das so aus. Jetzt ist irgendwie komisch, weil das Methan irgendwie wärmer ist als die Gesamterwärmung. Wenn wir dann noch schauen, wir haben ja noch andere Treibhausgasemissionen, zum Beispiel Lachgas und fluorierte Gas, die kommen nochmal oben drauf. Aber dann haben wir eben nicht nur die Treibhausgase, die wärmen, sondern wir haben auch Stoffe, die wir emittieren, die haben eine kühlende Wirkung. Und so ist es das Zusammenspiel zwischen der Erwärmung plus das, was kühlt, gibt dann das, was wir wirklich spüren. Das heißt, wenn wir jetzt unser Fokus, die zwei Dinge, die ich genannt habe, weg von den Fossilen plus die Biomasse nachhaltig nutzen, das zieht eigentlich primär auf das CO2 ab. Wenn man die Abbildung hier anschaut, dann sieht man, irgendwie muss man auch auf die anderen Treibhausgase eingehen. Und deshalb ist eben der dritte Punkt hier, dass wir auch die anderen Treibhausgasemissionen nebst dem CO2 reduzieren müssen. Da gehe ich später noch ein bisschen im Detail darauf ein. Wenn wir all das tun, versuchen alles zu reduzieren, wo wir können, werden wir die Treibhausgasemissionen markant senken können. Aber wir kriegen die nicht auf Null, denn wir werden verschiedene Dinge haben in unserem Leben, die auch in einer klimaneutralen Gesellschaft nach wie vor CO2 und Treibhausgasemissionen mit sich bringen. Zum Beispiel werden wir nach wie vor auch mit einer Kreislaufwirtschaft werden wir Abfall machen, vermutlich. Und selbst wenn wir da hingehen, ich glaube vor 3 Jahren haben Sie mal Marco Mazzotti hier gehabt, er kümmert sich darum, er befasst sich damit, wie man CO2 aus Abgasen rausfiltern kann bei so großen Quellen und das geologisch speichern kann. Das kann man machen, aber auch wenn man das tut, bleiben typischerweise 10% der Emissionen noch übrig. Und dasselbe ist bei der Betonherstellung. Wenn Sie Zement herstellen, dann ist das einfach wegen dem chemischen Prozess, gibt das CO2-Emissionen, auch wenn Sie das mit erneuerbaren Energien befeuern. Und auch wenn Sie da das CO2 abscheiden, haben Sie typischerweise noch ein bisschen Rechtsemissionen. Und dann sind alle die Dinge, die kriegen wir im globalen Norden hin, im globalen Süden, wir größere Herausforderungen, all diese Technologien hinzukriegen. Und das bedeutet dann, und auch bei den anderen Treibhausgasemissionen, wenn wir zum Beispiel unsere Nahrungsmittel anschauen, da fallen einfach Treibhausgasemissionen an, egal wie wir uns ernähren und auch unsere Ausscheidungen, beispielsweise Kläranlagen, da gibt es Lachgasemissionen. Die Dinge kriegen wir nicht weg, außer es gibt uns nicht mehr. Und wegen dem sind wir als Menschen zielen eben nicht darauf hin, ab, dass wir die Emissionen auf Null senken, sondern auf Netto Null. Und was das ist, das möchte ich nachher kurz erklären. Auf jeden Fall bleiben hier Emissionen übrig. Und weil Emissionen noch übrig bleiben, wird es zwar weniger stark wärmer, weniger schnell wärmer, weil wir emittieren weniger, aber wir emittieren immer noch und wegen dem wird es immer noch wärmer. Okay. Jetzt, was ist Netto Null? Vielleicht wissen Sie es schon, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann möchte ich diese Analogie nutzen, um das zu erklären. Nämlich diese von einem Einkaufswagen. Denn man kann sich vorstellen, wenn man einkaufen geht, dann sammeln sich die Güter im Einkaufswagen an, genau gleich, wie sich CO2 in der Atmosphäre anhäuft, wenn wir das emittieren. So könnte man sagen, gut, je mehr Güter im Einkaufswagen sind, je mehr CO2 hat es in der Atmosphäre, ergo je wärmer ist es. Also der Füllstand ist eigentlich, kann man sagen, in dieser Analogie bedeutet, wie warm es ist. Und wenn wir jetzt uns als Menschen sagen, wir möchten gerne eine gewisse Erwärmung nicht überschreiten, dann heißt das nichts anderes wie im Einkaufswagen, dass wir einen gewissen Füllstand nicht überschreiten wollen. Zum Beispiel wollen wir nicht, dass die Güter über den Rand hinauskommen, weil sie sonst rausfallen. Und wenn wir jetzt auf Einkaufstour gehen, nach kurzer Zeit feststellen, dass der Einkaufswagen schon gut gefüllt ist, und das ist etwa da, wo wir in der Gesellschaft sind bezüglich dem Klima, dann sollten wir fortan 2 Dinge tun, wenn wir den nicht überfüllen wollen. Das erste, was wir tun können, ist bewusster einzukaufen. Sich besser zu überlegen, was brauchen wir wirklich, was brauchen wir nicht. Und vielleicht bei Dingen, die wir brauchen, zu schauen, kriege ich das irgendwie in einer Form, wo ich denselben Nutzen habe, aber dass es weniger Platz einnimmt. Beispielsweise, anstatt einen fertig gebackenen Kuchen, kann man die Zutaten kaufen oder eine Backmischung dafür. Aber auch wenn wir das tun, dann werden wir noch Dinge brauchen, die wir einkaufen, die wir hinzufügen. Das ist genau das Gleiche bei der Atmosphäre. Auch wenn wir versuchen, unsere Treibhausgasemissionen so gut es geht zu reduzieren, werden wir noch Emissionen haben. Die kriegen wir nicht alle auf Null. Und deshalb kommt dann das Zweite zum Zug.
das zweite Prinzip. Und das heißt, dass ich, wenn ich etwas dann noch brauche, dann darf ich das noch hinzufügen, aber nur, wenn ich gleichzeitig etwas anderes wieder rausnehme. Also genau das ist Netto Null. Dass es quasi so wirkt, wie wenn ich nichts hinzugefügt hätte. Jetzt in der Atmosphäre macht man genau dasselbe. Ich möchte das erklären mit dieser Abbildung. Also wir versuchen unsere Treibhausgasen so gut, die Emissionen so gut es geht zu reduzieren. Wir werden die nicht auf Null bringen. Das heißt, die Erwärmung, die nimmt weniger stark zu, aber die nimmt immer noch zu. Was wir jetzt tun müssen, ist der Atmosphäre wieder eine gleichwertige Menge CO2 entfernen, wie wir noch emittieren. So dass es in der Bilanz netto auf Null kommt. Und das ist genau das Prinzip von Netto Null. Okay, und deshalb ist der vierte Punkt hier, dass wir der Atmosphäre wieder eine gleichwertige Menge CO2-Entfernung, so dass wir in der Bilanz, also netto betrachtet, auf Null kommen. Jetzt, wo stehen wir diesbezüglich global? Wenn wir, wie schon gesagt, wenn wir alle aktuellen globalen Gesetze umsetzen, dann erwarten wir etwa eine Erwärmung irgendwo zwischen 2,2 bis 3 Grad. Das ist das, was wir aktuell abschätzen. Jetzt, das sind alle globalen Gesetze, aber wir haben auch eine Reihe von Staaten, die haben Absichtserklärungen gemacht, die noch nicht in den Gesetzen sind. De facto haben wir ganz viele Staaten, die haben Netto-Null-Ziele. Die Abbildung hier, die ist noch aus dem letzten Jahr, die ist auch nicht mehr aktuell. Da ist beispielsweise Russland und Indien sind hinzugekommen. Die Zahl hier unten, die ist aber aktuell. Die aktuellen Ziele, die wir haben, die umfassen 88% der globalen Treibhausgasemissionen. Wenn wir die, all das so umsetzen, dann kommt die Temperatur, die Erwärmung irgendwo in einen Größenbereich von etwa 1,9 Grad. Jetzt 1,9 Grad, das ist immer noch viel zu heiß für das, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben uns die Limite gesetzt, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Aber wenn wir das noch vergleichen, vor 10 Jahren, da waren irgendwie 4 bis 5 Grad waren noch normal. Also es tut sich was, das stimmt mich wirklich erfreulich, aber wir sind relativ langsam unterwegs diesbezüglich. Gut, jetzt, wenn wir das vorhin angeschaut haben, mit dieser Erwärmung, da habe ich gezeigt, okay, mit dem wir der Atmosphäre noch CO2 entfernen, dann können wir die zusätzliche Erwärmung können wir begrenzen und wir kriegen eben diese Stabilisierung hin. Jetzt die Herausforderung ist, dass wir in den letzten Jahren sehr viel Treibhausgase emittiert haben. Und deshalb wird es extrem schwierig, dass wir 1,5 Grad nicht überschreiten werden. Und deshalb sehen die meisten Szenarien, die gehen davon aus, dass Netto Null nur ein Zwischenstand ist, dass unsere Emissionen von jetzt netto positiv, also wir emittieren mehr, als wir aus der Luft rausholen, irgendwann nach Netto Null in einen Bereich kommen, sagt dem Netto negativ, wo wir der Atmosphäre mehr CO2 entfernen, als wir noch emittieren. Das hat dann auch die umgekehrte Wirkung aufs Klima als das, was wir jetzt haben. Also es gibt dann eine Abkühlung. Jetzt, wenn man das so anschaut, dann denkt man ja gut, wieso machen wir das nicht? Wieso macht man das nicht sowieso? Also erstens mal, wenn wir CO2 entfernen können, wieso müssen wir überhaupt die Emissionen reduzieren? Das ist eigentlich eine legitime Frage. Und rein aus Gesichtspunkt des Klimas spielt es keine Rolle, wie fest dass Sie Ihre Emissionen reduzieren, solange Sie gleich viel CO2 wieder entfernen, wie sie noch Restemissionen haben, sind sie auf Netto Null und fürs Klima geht das auf. Jetzt die Analogie wieder aufzugreifen von vorhin, ich glaube, Sie kennen das alle, es ist viel, viel einfacher, etwas in den Einkaufswagen reinzulegen, als etwas nachher wieder rauszunehmen. Und ähnlich, da ist es emotional, in der Atmosphäre ist es thermodynamisch bedingt, ist es ähnlich in der Atmosphäre. Es ist schwierig, CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszuholen. Schwierig übersetzt sich in energieintensiv und das übersetzt sich in teuer. Und so ist es in den allermeisten Fällen die günstigere Variante, die Emission zu reduzieren, als nachher wieder aufzuräumen. Nur damit Sie da eine Flughöhe haben, ich habe das mal ausgerechnet, wenn Sie weiterhin mit einem fossil betriebenen Fahrzeug rumfahren möchten, dann können Sie das und nachher wieder raufräumen, dann können Sie das, dann geht das fürs Klima auf. Aber dann kostet das Aufräumen von einem Liter Benzin 1,88 Franken. Das ist dann zusätzlich. Und ich glaube, in diesem Fall ist für die meisten der ÖV oder ein Elektroauto dann wirklich die günstigere Variante. Okay, und das Zweite mit diesen netto-negativen Emissionen,
gut, da kann man sich fragen, gut, wenn man die Temperatur überschreiten kann und nachher wieder runter, wieso machen wir das nicht? Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen überlegt, was da hinten dran sind Ökosysteme, das sind Lebewesen. Und wenn man das herunterbrechen würde, ist es ein bisschen wie, wenn man sagt, okay, eine Person, die hat jetzt Fieber und wir setzen uns die Limite, das Fieber sollte nicht über 41 Grad. Und wenn Sie jetzt sagen, gut, solange ich in einer Woche wieder unter 40 Grad hin, spielt es ja keine Rolle, oder? Eben nicht, wenn die Person dann mal über 41, 42 Grad Fieber hat, dann gibt es bleibende Schäden, vielleicht stirbt die Person sogar. Und dann spielt es keine Rolle, wie kühl das in einer Woche ist oder so. Was zerstört ist, ist weg. Und das ist dasselbe mit den Ökosystemen und so weiter. Wegen dem macht es Sinn, dass wir versuchen, die Erwärmung möglichst zu dämpfen. Okay, jetzt habe ich ein bisschen über die CO2-Entfernung gesprochen, aber ich finde es wichtig, dass ich die Begriffe noch kurz einordne, weil da gibt es auch ein bisschen Unsicherheit diesbezüglich. Und ich beginne mit dem, was wir alle gut kennen und leider auch gut können, nämlich mit den CO2-Emissionen. Denn bei CO2-Emissionen, da fügen wir der Atmosphäre CO2 hinzu. Also das macht, dass es nachher mehr CO2 in der Atmosphäre hat als vorher und das hat eine erwärmende Wirkung. Dann die Carbon Offsets oder die klassischen Kompensationen. Wenn Sie einen Flug kompensieren, dann machen Sie typischerweise das. Da sorgen Sie dafür, dass irgendwo CO2-Emissionen eben nicht mehr anfallen. Also Sie vermeiden diese CO2-Emissionen da. Und das führt da dazu, dass die CO2-Konzentration an dieser Stelle vorher und nachher gleich bleibt. Sprich, das hat eine neutrale Wirkung aufs Klima. Und dann haben Sie die CO2-Entfernung. Da holen Sie aktiv CO2 aus der Luft heraus und speichern das dauerhaft. Also es ist eigentlich quasi wie das Umgekehrte einer Emission und wegen dem sagt man auch negative Emission. Und jetzt, da hat es vorher mehr CO2 als nachher und wegen dem hat das einen kühlenden Beitrag. Und jetzt können Sie die Dinge auch kombinieren. Sie können zum Beispiel auf eine Flugreise gehen, da stoßen Sie CO2 aus und Sie können das kompensieren. Da haben Sie eine erwärmende Wirkung von Ihrem Flug plus eine neutrale Wirkung, bleibt unter dem Strich trotzdem noch eine Erwärmung. Oder Sie gehen hin und Sie sagen, okay, Sie haben den Flug, eine erwärmende Wirkung und Sie entfernen eine gleichwertige Menge CO2. Da haben Sie eine gleichwertige kühlende Wirkung. In der Summe gibt das eine neutrale Wirkung. Und dann sind Sie wirklich klimaneutral. Es ist mir wirklich wichtig, das zu unterstreichen, dass die klassischen Kompensationen und die CO2-Entfernung nicht dasselbe sind. Obwohl intuitiv eigentlich das Wort genau für das gebraucht werden sollte. Das eine, das bringt Sie auf Netto Null, nämlich die CO2-Entfernung, das andere nicht. Das ist noch wichtig. Okay, jetzt, wenn wir das Ganze anschauen, dann möchte ich Sie nochmal einladen, diesen Moment zu nutzen, um zu schauen, wo wir hier stehen und was wir da vor uns haben. Schauen Sie nur mal, wie viel CO2, das wir hier emittiert haben. Das sind gigantische Mengen. Und auch schon nur auf einen Bruchteil davon zu kommen, eine Infrastruktur aufzubauen, auch nur ein Bruchteil davon wieder aus der Luft rauszukommen, wird eine ebenso gigantische Aufgabe. Also damit unsere Klimaziele aufgehen, muss die CO2-Entfernung ein neuer globaler Wirtschaftssektor werden. Und das ist spannend, da haben gewisse Staaten, die sehr technokratisch unterwegs sind, haben das begriffen, die sind jetzt sehr fest darin, das auszunutzen. Und das ist eine spannende Dynamik, die da aufkommt. Auf jeden Fall, aus meiner Sicht ist das eine der größten Herausforderungen, die wir in diesem Bereich haben, in der verbleibenden Zeit auf den nötigen Maßstab zu kommen. Jetzt, welche Varianten haben wir, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen? Ich möchte nicht, dass Sie diese Abbildung im Detail verstehen. Das ist wirklich mein Anspruch. Meine Motivation hier hinten ist es, dass Sie erkennen, dass es ganz viele verschiedene Varianten gibt, wie man CO2 aus der Atmosphäre entfernen kann. Und ich möchte Ihnen zeigen, dass all diese Varianten, das sind wie verschiedene Menschen, die haben alle ihre Charaktere, die haben alle ihre Vor- und ihre Nachteile. Also gewisse von diesen, die sind zum Beispiel reif, die kann man heute nutzen, andere, die sind noch nicht so reif. Gewisse brauchen viel Platz, gigantisch viel Platz, andere brauchen wenig Platz. Gewisse, die kann man gut messen, wie viel CO2 entfernt wird, andere kann man weniger gut messen. Gewisse haben eine hohe Akzeptanz jetzt, andere haben eine kleinere Akzeptanz. Gewisse speichern das CO2 nur kurzfristig, nicht ausreichend, andere speichern das ausreichend, dauerhaft beispielsweise.
gewisse, die sind heute teuer und andere sind heute günstig. Und ich möchte auch, dass Sie mitnehmen, dass das Ganze nicht einfach statisch ist, sondern dass sich das auch verändert. Wir stehen am Anfang von etwas Neuem. Da ist immer sehr viel Veränderung dabei. Und so ist es nicht unbedingt so, dass das, was heute günstig ist, auch in Zukunft günstig sein dürfte. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist die Aufforstung. Die ist heute günstig, aber die dürfte wohl teurer werden mit der Zeit. Ich mache ein Beispiel, dann leuchtet das ein. Wenn die Schweiz hingehen würde und würde sagen, okay, zwischen 2050, dann wenn wir netto null sein möchten, und 2100 werden wir alle Restemissionen der Schweiz ausgleichen, indem wir aufforsten und so eine gleichwertige Menge CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen. Das können wir machen. Dann müssten wir 2,2 mal so viel Wald neu anpflanzen, wie es Wald in der Schweiz gibt. 2,2 mal so viel. Und wenn Sie jetzt die Abbildung vorhin gesehen haben, dass wir als Menschen ein Drittel des ganzen Waldbestands gerodet haben, weil wir auch Platz für irgendetwas gebraucht haben, dann sehen wir den Platz, das wird schwierig, den zu finden, und das wird sich übersetzen, dass es teurer wird. Wir haben auch andere Dinge, andere Methoden hier drunter. Da werden wir erwarten, dass die sind zwar heute teuer, aber die dürften mit der Zeit günstiger werden. Ähnlich wie es die Solarzellen gemacht haben. Hier zeige ich den Kostenverlauf von Solarzellen. Sie sehen hier, das sind die Kosten pro Energieeinheit, die geliefert wird, im Verlauf der Zeit. Und hier sehen Sie die gesamthaft installierte Kapazität. Und das ist ein logarithmischer Plot, das ist ein Faktor 10 dazwischen und da ist ein Faktor 1000 dazwischen. Und Sie sehen, wie das immer wie günstiger wurde, jetzt zuletzt, da kann man auch ein bisschen drüber diskutieren, ob das eine gute Entwicklung ist mit China und so weiter. Aber man sieht auf jeden Fall am Anfang diese technologische Lernrate, wie man dem sagt, dieses technologische Lernen, das hat die Kosten relativ deutlich gesenkt. Und das dürfte auch so sein bei gewissen Varianten zur CO2-Entfernung. Die sind heute teuer, aber das ist irgendetwas, wo man etwas machen kann, das dann in vieler Stückzahl hergestellt werden kann, wo man zuerst herausfinden muss, okay, wie soll ich das einzelne Stück machen? Und wenn ich dann ganz viele davon mache, je mehr ich davon mache, je günstiger wird das werden. Und deshalb, wenn wir uns überlegen, gut, die Herausforderung ist da in diesem Sektor auf die nötige Größe zu kommen in der verbleibenden Zeit, dann haben wir wie zwei Möglichkeiten prinzipiell, wie wir das angehen können. Entweder nutzen wir heute eine gewisse Geldmenge und wir versuchen, möglichst viel CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen. Wenn man das tut, dann investiert man zum Beispiel in Aufforstung, in Bodenkohlenstoffaufbau oder in Pflanzenkohle. Oder man hat das Ziel, dass man nicht heute möglichst viel CO2, sondern irgendwo in der Zukunft, 2040, 2050, möglichst viel CO2 aus der Luft rausholen kann. Und dann kauft man aber heute etwas Teureres ein. Man investiert sogenannt katalytisch. Man stimuliert diese Lernrate, so dass das günstiger werden kann. Ich finde das extrem wichtig, um das zu verstehen, weil zum Teil macht es keinen Sinn, wieso, dass man heute in etwas Teures investiert. Aber das macht man eben, dass es, weil da die Aussicht ist, dass das später günstiger ist und dass man da viel machen kann damit. Gut, das war ein kleiner Exkurs zur CO2-Entfernung. Ich möchte auf die Abbildung hier zurückkommen. Ich habe gesagt, wir haben auch andere Treibhausgase, die wir emittieren. Und ich möchte den Moment nutzen, um zu schauen, hier, was das hier macht. Das ist nämlich das Methan. Wenn Sie das anschauen, das trägt heute 0,5 Grad zur Erwärmung bei. Also diese Abbildung hier, die hat im 2019 gehört. Heute haben wir etwa 1,3 Grad globale Erwärmung. Das heißt, wenn wir bisher nie Methan ausgestoßen hätten als Menschen, wäre es heute nur 0,8 Grad warm. Das ist also ein riesiger Unterschied. Und deshalb möchte ich die Möglichkeit nutzen, um ein bisschen mehr über Methan zu sprechen und zu schauen, okay, was ist das? Was sind die Charakteristika und was sind die Möglichkeiten da dahinter? Okay, zuerst ganz trocken ein bisschen Definitionen. Also Methan ist ein Kohlenwasserstoff, es ist ungiftig, es ist geruchlos, es ist farblos, es brennt. Das nützen wir auch aus, weil Erdgas besteht typischerweise fast vollständig aus Methan. Ist das mehr, wenn wir Erdgas verbrennen, dann gibt es fossile CO2-Emissionen. Gut, das kennen wir.
Wenn aber Erdgas unverbrannt in die Atmosphäre emittiert wird, gelangt, dann ist das eben eine Methanemission. Und dann wirkt das als direktes und indirektes Treibhausgas. Dann haben wir Biogas. Biogas besteht zu 60% aus Methan, man sagt einem auch Biomethan, der Rest ist CO2. Wenn wir das verbrennen, dann gilt das als CO2-neutral, weil das CO2 eigentlich zuvor von Pflanzen aufgenommen wurde. Man kann wirklich sagen, das ist typischerweise im letzten Jahr wurde das aufgenommen oder im aktuellen Jahr kommt das CO2, wird aufgenommen, wird dann umgesetzt zu Biogas. Wenn wir das verbrennen, ist das CO2 wieder in der Atmosphäre, ist also CO2-neutral diesbezüglich. Wenn wir das aber unverbrannt in die Atmosphäre entweichen lassen, dann wirkt das eben auch als direktes und indirektes Treibhausgas. Und das Letzte, das Methan, das beeinflusst auch die Luftqualität, denn es bildet mit Stickoxiden zusammen Ozon. Also das bodennahe Ozon, ein großer Teil davon ist wegen dem Methan, das wir als Menschen ausstoßen. Und das macht global doch einen großen Unterschied, wenn man schaut, wie die Gesundheit von Menschen sind, aber auch auf die Sterberate von Menschen. Wenn wir jetzt über die letzten 800.000 Jahre schauen, wie hat sich die Methankonzentration in der Atmosphäre verhalten, dann sehen wir, dass wir da doch einen kleinen Unterschied gemacht haben. Gut, etwas, was ich noch nicht angesprochen habe, Methan ist kurzlebig. Das macht es eben spannend. Das wird zum Teil auch aufgegriffen. Die durchschnittliche Lebensdauer vom Methan liegt etwa bei 12 Jahren. Das heißt, wenn wir heute Methan emittieren, dann bleibt dieses Methan im Durchschnitt 12 Jahre in der Atmosphäre. Sie sehen, das ist eine typische chemische Reaktion, typischer Fall. Also ein gewisser Teil, der bleibt sehr kurz und ein gewisser Teil sehr lange. Und eben, wenn Sie die durchschnittliche Lebensdauer als alt, Durchschnitt aus all dem, dann kommen Sie auf 12 Jahre. Und das macht es eben jetzt spannend, wenn wir schauen, okay, wie ist die Klimawirkung davon? Um das aufzuzeigen, möchte ich ein Gedankenexperiment mit Ihnen machen. Mal angenommen, wir hätten 2 Erden, 2 Planeten, und wir hätten bei beiden Planeten niemals Treibhausgase ausgestoßen. Niemals. Und jetzt kommt das Jahr 2021 und da würden wir bei der einen Erde, beim einen Planeten, würden wir im Jahr 2021 genau die Menge CO2 ausstoßen, die wir richtig tatsächlich ausgestoßen haben. Das sind hier unten, habe ich es angeschrieben, das sind 41 Milliarden Tonnen CO2. Das ist das eine. Und nachher würden wir wieder nichts mehr ausstoßen. Dann schauen wir, was das macht. Und jetzt das andere Experiment, da haben wir den genau gleichen Planeten, haben wir auch nichts ausgestoßen, bis ins Jahr 2021. Aber da emittieren wir nicht CO2, sondern nur Methan. Also das eine Planet ist nur CO2 und das andere ist nur Methan. Und auch nachher emittieren wir nichts mehr und es wird auch beim Methan wird die Menge emittiert, die wir wirklich im Jahr 2021 emittiert haben. Das sind etwa 100 mal weniger, das sind 390 Millionen Tonnen Methan. Also das sind Milliarden Tonnen, das sind Millionen Tonnen. Jetzt schauen wir an, okay, wie verändert sich die Temperatur? Beim CO2 verändert sich die Temperatur so, also dann heizt das am Anfang auf, einfach weil es bisschen braucht, bis die Atmosphäre und die bodennahen Schichten aufgewärmt sind. Dann nimmt die Vegetation ein bisschen mehr CO2 auf, als sie sich warm wird. Aber der größte Teil der Erwärmung, der bleibt über Jahrtausende bestehen. Jetzt das Vergleichen mit dem Methan, da sieht das so aus, da sehen wir, okay, kurzfristig wärmt das Methan sogar mehr als das CO2. Also wenn wir Methan ausstoßen, dann in den ersten paar Jahren hat es eine stärkere Erwärmung zur Folge aus all das CO2, was wir ausstoßen, obwohl wir 100-mal mehr CO2 ausstoßen. Aber die Erwärmung, die geht dann eben auch sehr schnell wieder zurück. Jetzt, weil wir bisher eigentlich eher steigende Methanemissionen haben, ist eben genau diese Erwärmung, die ist sehr stark präsent. Und das möchte ich zeigen mit dem Beispiel, das möchte ich jetzt nämlich weitermachen und sagen, okay, wenn wir jetzt die beiden Planeten weiterhin haben, hier der Planet, wo wir nur CO2 ausgestoßen haben und hier der Planet, wo wir nur Methan ein Jahr ausgestoßen haben. Und jetzt das machen, was wir als Mensch auch machen, nämlich nicht nur ein einziges Jahr emittieren, sondern weiterhin emittieren, also auch das Jahr drauf, Jahr 2021, Jahr 2022. Dann kommt die Erwärmung vom nächsten Jahr, die kommt eigentlich wie oben drüber. Und dann haben Sie nach 3 Jahren, haben Sie 3 Jahre lang emittiert, dann ist die gesamte Erwärmung immer die oberste Kurve hier und Sie sehen,
die sehen recht unterschiedlich aus. Jetzt können Sie da weitermachen, bis Sie bei 10 Jahren sind. Sieht immer noch anders aus. Okay, jetzt sind wir oben an der Abbildung angelangt. Jetzt mache ich die ein bisschen kleiner, einfach, dass wir ein bisschen Platz haben. Und jetzt weitere 10, 20, 30, 40 Jahre. Und jetzt sind wir irgendwo bei dieser fetten Kurve, wo man sagen kann, okay, das ist die Erwärmung, die daraus folgt, wenn wir konstant CO2 oder Methan emittieren. Und Sie sehen, die sehen ganz verschieden aus. Beim CO2 ist es so, jede zusätzliche Tonne CO2, die Sie emittieren, die hat eine zusätzliche Erwärmung zur Folge. Beim Methan ist es ein bisschen anders. Da ist die Erwärmung am Anfang sehr stark, aber irgendwann flacht das ab. Es wird zwar immer noch wärmer, aber es wird nicht mehr so stark wärmer. Und wenn Sie jetzt irgendwann sagen, okay, jetzt heute höre ich auf, dann würden Sie zum Beispiel hier, dann würden Sie diese Kurve hier folgen. Oder hier dieser Kurve. Und beim Methan sehen Sie, sobald Sie aufhören, geht die Erwärmung zurück. Und das können wir ausnutzen. Das können wir ausnutzen. Und das möchte ich hier zeigen bei diesem Beispiel hier. Das ist ein normales Klimaszenario, welches die Erwärmung nahe 1,5 Grad begrenzen kann. Das hat eine Peak-Erwärmung, also eine maximale Erwärmung von 1,6 Grad. Und einfach jetzt wieder ein Gedankenexperiment, wenn wir jetzt hingehen würden, würden sagen, okay, wir lassen alles gleich. Das Szenario, das hat ganz viele verschiedene Treibhausgase, aber auch Feinstaubemissionen drin, CO2, alles ist da drin. Und jetzt lassen wir alle Emissionen gleich, außer das Methan. Was wäre, wenn wir ab dem Jahr 2022 kein Methan mehr ausstoßen würden? Was würde dann passieren? Dann würden wir diese gelbe Linie hier verfolgen. Also wir könnten die Erwärmung anstatt auf 1,6 Grad, könnten wir die auf 1,3 Grad begrenzen. Jetzt, dieses Szenario hat aber schon eine Reduktion der Methanemissionen, etwa um die Hälfte hat das drin. Wenn wir jetzt hingehen würden und sagen, wir haben vorhin gesehen, quasi hier eine zusätzliche Emission von Methan hat quasi keine zusätzliche Erwärmung mehr, wie das zum Beispiel in der Schweiz auch postuliert wird. Wenn man jetzt hingeht und das macht, die Methanemissionen einfach gleich lässt, dann erfolgt diese Erwärmung hier. Also dann sind wir bei mindestens 1,8 Grad. Also wenn wir global die Methanemissionen nicht reduzieren, obwohl wir CO2 und alle anderen Dinge herunterkriegen, dann sind wir bei mindestens 1,8 Grad. Also es lohnt sich, da etwas zu machen. Und deshalb haben alle diese Szenarien, die wir haben, Sie sehen, wir machen viele Szenarien, das ist jeweils die maximale Erwärmung. Und Sie sehen, je kühler diese Szenarien sind, je mehr haben wir da eine Reduktion der Methanemissionen drin. Zum Beispiel bei diesem Szenario, was Sie vorhin gesehen haben, bis 2050 etwa auf die Hälfte und bis 2030 etwa um 30%. Was man da eben macht ist, mit CO2 braucht es eine Weile, bis Sie dann auf Netto Null sind. Das heißt, bis dorthin haben Sie noch eine Erwärmung. Und jetzt gehen Sie zurück mit den Methanemissionen, durch das geht die Erwärmung zurück und das verschafft Ihnen, was sagt man, Raum zum Atmen für die Temperatur, dass die eben aufbrauchen können mit der Erwärmung von CO2. Das nutzt man so aus. Das ist einfach wirklich so Klimastrategie, wo man so ein bisschen überlegt, was könnte man wie tun. Okay, das ist jetzt alles bis jetzt sehr abstrakt. Wie kriegen wir das genau hin? Nächste Slide. Auf jeden Fall haben die globalen Staaten, die haben gesagt, okay, wir anerkennen das, das ist eine Herausforderung, die möchten wir angehen. Und deshalb haben 150 Staaten, zum Beispiel auch die Schweiz, haben das globale, den Global Methan Pledge unterschrieben. Und das hat zum Ziel, dass die globalen Methanemissionen bis 2030 um 30% reduziert werden sollen. Also es ist eigentlich quasi die obere Grenze von dem, was wir vorhin gesehen haben, was da irgendwie nötig ist. Eben die Schweiz hat es auch unterschrieben. Da hat jemand aus dem Parlament, hat dann den Bundesrat gefragt, gut, wir haben das unterschrieben, was machen wir jetzt? Der Bundesrat hat gesagt, ja, wir haben das unterzeichnet, ist ein globales Ziel, wir werden uns an den globalen Ambitionen, werden wir uns beteiligen. Es steht aber nirgends drin, dass die Emissionsreduktion in der Schweiz erfolgen muss und wegen dem machen wir das irgendwann, irgendwie. Genau. Also bis jetzt passiert ist nichts. Genau, eben. Wenn wir jetzt machen wollen, dass etwas passiert, müssen wir schauen, woher kommen denn die Emissionen. Und Sie sehen, ein Drittel der globalen Methanemissionen, die kommen aus der Nutzung von fossilen Rohstoffen.
Wenn man das wieder aufsplittet hier drüben, dann sieht man, etwa ein Drittel davon kommt vom Kohleabbau, ein Drittel kommt vom Erdölförderung und ein Drittel kommt vom Erdgas. Kohleabbau einfach, weil es bei der Kohle, zwischen der Kohle in den Schichten drin, hat es eben auch Erdgas. Und wenn man das abbaut, dann kommt das raus. Beim Erdöl hat es meistens in den Erdölfeldern hat es eben auch Erdgas drin. Und wenn man das Erdöl dann fördert, dann typischerweise gibt es zwei Varianten. Also es gibt drei Varianten. Entweder nützt man das Erdgas, je nachdem wie viel Erdgas das ist, ist das aber nicht ökonomisch sinnvoll. Und deshalb kommen dann die anderen beiden Varianten zum Zug. Entweder fackelt man das dann ab, das sieht man zum Teil, da hat es eine große Fackel oben drauf, also ein großes Feuer. Oder, also dann hat man einfach eine CO2-Emission, oder man entlässt das Methan unverbrannt in die Atmosphäre. Dann ist es eben nicht abgefackelt, dann hat es eben die starke Klimawirkung. Also ich würde sagen, die ersten Varianten sind sicherlich vorzuziehen vor der dritten Variante. Und dann haben wir den Erdgastransport und da sind beispielsweise Rohrleitungen, die nicht hundertprozentig dicht sind. Dann fließt, gibt es Schlupf, dann kommt das Erdgas daraus. Aber auch beispielsweise, wenn wir diese Pipelines haben und die gewartet werden soll, dann entlässt man das ganze Erdgas in die Atmosphäre und dann kann man die warten. Also von da kommen diese Emissionen. Dann haben wir Abfalldeponien, immer wenn es stinkt. Das ist ein gutes Zeichen, dass solche Stoffe entstehen. Und das ist eben auch bei Abfalldeponien, wenn sich Dinge zersetzen, gibt sich Methanemissionen. Wir haben auch die Viehhaltung beispielsweise, das ist ein Drittel der globalen Methanemissionen. Und da ist es insbesondere zu einem übergeordneten Bereich sind das Wiederkäuer. Einfach weil die Dinge verdauen können, die wir nicht verdauen können. Also weil die haben bestimmte Mikroben in ihren Mägen, in den Pranzen. Und das führt dann eben dazu, dass sie die Dinge aufbrechen können und dann gibt es Methanemissionen. Die atmen sie dann aus. Und da spielt dann auch nicht wirklich eine Rolle, ob das eine Bio-Kuh ist, die irgendwo auf der Alpweide weidet oder ob das eine Kuh irgendwo in einem Stall ist. Dann haben wir den Reisanbau. Einfach weil der Reis so angebaut wird, dass da stehendes Wasser ist, dann hat es zu wenig Sauerstoff bei den Wurzeln, werden auch diese Mikroben aktiv und dann gibt es Methanemissionen. Und dann haben wir noch die Biomasse, wenn die nicht vollständig verbrannt wird, was bei offenem Feuer häufig der Fall ist, dann gibt es auch ein bisschen Methanemissionen. In der Schweiz ist das weniger ein Problem, aber vor allem sind in den Entwicklungsstaaten die offenen Feuer. Und wenn wir uns überlegen, okay, bis 2050 Methanemissionen auf die Hälfte runterkriegen, wie können wir das machen? Gut, der erste Punkt, die fossilen Emissionen, oder? Die haben wir gesagt, die wollen wir dekarbonisieren, da wissen wir eigentlich viel. Die kriegen wir aber nicht ganz weg. Kohleabbau, auch Kohleminen, die geschlossen sind, da gibt es immer noch Methanemissionen draus raus. Und die sind extrem schwierig wegzukriegen. Also da wird etwas bleiben. Erdöl werden wir hoffentlich nicht mehr sehr viel fördern. Erdgas vielleicht auch nicht mehr, aber wir setzen ja auch auf erneuerbare Gase. Die sind auch sehr häufig Methan. Und wenn die auch Lecks haben, Biogas zum Beispiel, dann haben wir genau den gleichen Nutzen. Also müssen wir auch schauen, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen. Aber ich würde mal sagen, von diesen 33% kriegen wir das sicher irgendwo um den größten Teil, 90% oder so, kriegen wir das runter. Also wir haben einen großen Teil von diesen 50% haben wir schon gemacht. Dann Abfalldeponien, da wissen wir eigentlich, wie wir in der Schweiz das hinkriegen, oder respektive in der Schweiz wissen wir, wie wir das hinkriegen können, global auch, indem wir den Abfall verbrennen und nicht mehr deponieren. So können wir das reduzieren. Dann Reisanbau beispielsweise, es gibt andere Praktiken, wie man den anbauen kann, da gibt es nur die Hälfte der Methanemission. Die Herausforderung ist, dass das sehr häufig ein Brauch ist, wie man das macht, das wird über Generationen weitergegeben, ist nicht so einfach, neue Methodiken einzuführen. Die Verbrennung von Biomasse, mit mehr Wohlstand wird man vielleicht weniger offene Feuer haben. Und dann haben wir noch den anderen Elefanten im Raum, die Viehhaltung. Da können Futterzusätze helfen, dass die Kühe beispielsweise, die Wiederkäuer weniger Methan ausstoßen. Der nächste Punkt ist, dass wir das Essen, was wir auch produzieren, also in der Schweiz wird etwa ein Viertel der Nahrungsmittel wird weggeschmissen, obwohl sie super essbar wären. Also das würde helfen. Aber irgendwo
werden wir vermutlich auch nicht drum umkommen, uns Gedanken darüber zu machen, ja, wie viel Fleisch und wie viel Milchprodukte soll es denn sein? Insbesondere, wenn wir auch schauen, wie sich das über die letzten Dekaden verändert haben, dass wir immer wie mehr Fleisch, immer wie mehr Milchprodukte essen. Und wenn wir denken, dass das die ganze Welt so machen will, dann wird das eine Herausforderung. Okay. In der Schweiz, wie sehen die Methanemissionen in der Schweiz aus? In der Schweiz, wir fördern kein Erdgas, wir fördern kein Erdöl, wir haben nur sehr wenig Pipeline von Erdgas. Das meiste ist im Ausland und der Kohleabbau ist eigentlich auch abgeschlossen. Das heißt, der ganze Teil, der ist im Ausland, das fällt nicht bei uns ab, obwohl wir auch Produkte daraus nutzen. Abfalldeponien haben wir gesagt, wir haben ein Deponieverbot in der Schweiz, also nur noch die alten Deponien, die jetzt so langsam ausgasen, das wird immer wie weniger, da haben wir noch etwas. Offene Feuer haben wir recht wenige, das fällt nicht so ins Gewicht. Und dann Reis machen wir auch nicht so viel, dass es wirklich ins Gewicht fallen würde. Das Einzige, was wir haben, ist eigentlich unsere Viehhaltung. Und deshalb kommt auch die allermeisten Emissionen kommen in der Schweiz aus der Viehhaltung. Jetzt ist das klar, das ist eine relative Darstellung. Wie ist es denn absolut? Also wie stehen die Schweizerinnen punkto Methanemissionen global? Wenn wir nur schauen, was innerhalb der Schweiz passiert, sind wir etwas unter dem globalen Schnitt. Aber eben, wir importieren Produkte, wo zum Beispiel Kohlestrom genutzt wurde, da gab es Methanemissionen. Das Erdgas wird im Ausland wird das gefördert, transportiert, der größte Teil ist im Ausland, da gibt es die Emissionen im Ausland beispielsweise. Und das Erdöl wird auch im Ausland wird raffineriert, und da gibt es die Emissionen auch. Also wenn wir alles das, was wir auch konsumieren, berücksichtigen, dann liegen wir über dem globalen Schnitt, punkto Methanemissionen. Vielleicht noch gut zu wissen. Gut, ich habe jetzt ein bisschen Zeit gebraucht, um auf die Punkte einzugehen. Ich habe auch ein bisschen gezeigt, was wir für Varianten haben, wie wir die Treibhausgasemissionen reduzieren können. Es ist wichtig noch zu sagen, wir haben in recht vielen Bereichen von unserem Leben haben wir Treibhausgasemissionen, einfach weil unsere Leben vielfältig sind. Und wir bisher nicht wirklich viel Beachtung darauf geschenkt haben, dass es keine Treibhausgasemissionen geben sollte. Und wegen dem gibt es auch viele Punkte anzugreifen. Aber was ich zeigen kann, ist, dass wir, es gibt verschiedene Studien dazu, die schauen an, welches Wissen haben wir denn heute, welche Technologien haben wir denn heute, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und verschiedene Studien kommen irgendwo eine Größenordnung, dass wir heute das Wissen haben, wie wir 85-90% der globalen Treibhausgasemissionen reduzieren können. Also wir wissen, wie das geht. Und vieles davon ist auch nicht irgendetwas, das super neu ist. Eben in der Schweiz die Elektrifizierung von der Mobilität, die machen wir schon lange. Wir haben schon lange eine dekarbonisierte Strombereitstellung und ein Drittel der Schweizer Haushalte, die heizt erneuerbar. Das sind nicht Dinge, die neu sind für uns. Es ist aber trotzdem dann die Frage, ja, wieso machen wir nichts? Also man könnte fast sagen, der zweite Elefant im Raum. Wieso machen wir denn nichts? Und ich glaube, hier gibt es ganz viele Aspekte, auf die man eingehen kann. Wir können nachher sicher auch in der Diskussion noch genauer darauf eingehen. Ich möchte 2-3 Punkte rausnehmen, ohne Anspruch darauf zu haben, dass ich jetzt alles aufzähle, was da ist. Ich glaube, das wäre mindestens genug Inhalt für einen eigenen Input diesbezüglich. Okay, das Erste, was ich aufgreifen möchte, ist, dass wir vor uns eine Vielfalt von Möglichkeiten haben, wie wir zum Ziel kommen. Also ich denke mir, am Schluss ist es ein bisschen so, wie wir haben ein Puzzle, das wir füllen müssen. Wenn wir das gefüllt haben, dann haben wir einen ausreichenden Klimaschutz gemacht. Und jetzt haben wir nicht nur ein einziges Puzzleteil zur Auswahl, sondern wir haben viele verschiedene Puzzleteile zur Auswahl, zum Teil auch mehrere in einem gewissen Bereich. Und wir müssen als Gesellschaft herausfinden, welches ist für uns das richtige Puzzleteil. Als Gesellschaft, aber auch als Individualperson. Und ich habe die Puzzleteile mal ganz grob habe ich die sortiert. Wir haben die Puzzleteile in der Effizienz. Da können wir zum Beispiel hingehen und können unsere Gebäude beispielsweise können wir isolieren. Und dann, obwohl wir eine fossile Heizung haben, obwohl wir eine Erdgas- oder Erdölheizung haben, werden wir weniger verbrauchen und durch das wird es weniger Emissionen geben.
Okay, das ist das eine. Dann können wir hingehen und wir können sagen, Suffizienz, also ich schaue, wie viel brauche ich genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Wohnung zu Hause auf 26 Grad geheizt habe, dann kann ich mir überlegen, gut, muss es 26 Grad sein oder tut es auch weniger? Wenn es weniger ist, dann kriege ich da die Emissionen auch runter. Oder ich dekarbonisiere, also ich schaue, dass ich so heize, dass es eben keine Emissionen mehr gibt, ein erneuerbares Heizsystem beispielsweise. Und wenn ich das tue, dann kann ich zu Hause auch 26 Grad haben und dem Klima ist das egal. Jetzt, wie gesagt, wir haben da bei gewissen Puzzleteilen haben wir eine Auswahl, aber wir haben auch Puzzleteile, die fehlen in gewissen Bereichen. Also in gewissen Bereichen, zum Beispiel beim Fliegen, das ist ein super Beispiel, da haben wir einen Ansatz, wie wir das hinkriegen können, aber wir fliegen einfach so viel, dass das enorm viel Infrastruktur brauchen wird, dass wir zum Beispiel alles mit erneuerbaren Treibstoffen beflügen können. Und deshalb werden wir irgendwo auch um diese Punkte nicht herumkommen können. Und eben, das ist eine Herausforderung, die wir jetzt in der Gesellschaft haben. Wir müssen nämlich diskutieren, welcher Weg ist für uns als Gesellschaft der richtige. Es gibt nicht den einen Weg, den zum Beispiel die Wissenschaft geben könnte und das ist jetzt der richtige Weg. Es ist der Weg, den wir als Gesellschaft herausfinden müssen. Das braucht viel Diskussion, da gibt es viele Abwägungen von verschiedenen Interessen auch und deshalb finde ich auch schön, dass das jetzt passiert, eben mit den Abstimmungen letztes Jahr, mit der Abstimmung dieses Jahr, dass wir genau diese Diskussion haben. Das Zweite, was ich noch ansprechen möchte, ist, dass wir als Mensch ein bisschen speziell sind. Klar. Wir sind nicht nur speziell, weil dieses Ding, was wir da drin haben, relativ mächtig ist. Wir sind auch speziell indessen, wenn wir anschauen, wie sich das eigentlich mit der Lauf der Zeit mit Dingen füllt, die man hier nicht wirklich sieht. Nämlich wie wir lernen. Denn wir lernen aus Erfahrungen. Wir lernen daraus, dass wir zum Beispiel die Eltern, das mit denen zuschauen können, wie die laufen. Und dann können wir das versuchen nachzumachen. Und beim Machen selber, wenn wir das machen, dann erfahren wir das und dann lernen wir das. Also wir lernen aus Erfahrung. Wir lernen nicht daraus, dass wir einfach den Alten zuschauen, wie die laufen. Sobald wir das gesehen haben, stehen wir auf und dann laufen wir, oder? Das funktioniert nicht. Und das ist die Herausforderung jetzt, wenn es um Dinge geht, die in der Zukunft sind, die wir uns ausmalen können, dann sind wir nicht wirklich super gut darauf eingestellt, auf das zu reagieren und darauf einzugehen und daraus zu lernen. Sondern wir müssen Dinge zuerst erfahren. Und deshalb ist es dann eben auch wichtig, dass gewisse Leute zum Beispiel erneuerbar heizen und die dann sagen, du, bei mir zu Hause ist es also jetzt nicht kalt oder das funktioniert. Und dann kann sich das verbreiten und so kommen wir als Gesellschaft dahin. Aber es ist wichtig zu wissen, dass wir da eine Hemmschwelle haben. Wir sind nicht wirklich offen für Neues diesbezüglich. Und das andere, das hat damit zu tun, was eigentlich das höchste Gut von uns allen ist, nämlich das Überleben. Wir alle möchten überleben, auch ist das ein Urinstinkt von uns. Und der hat dazu geführt, dass wir die sogenannte Neophobie haben. Also die Abneigung oder gar Angst vor Neuem. Das heißt, wenn wir eine neue Situation haben, dann sind wir da immer recht kritisch. Wir schauen die neue Situation immer sehr kritisch an und wenn die Vorteile hat, dann sind wir bei den Vorteilen eher zurückhaltend und bei den Risiken, die bewerten wir sehr, sehr stark. Und anders ist es hingegen bei den Dingen, die wir schon immer gemacht haben, da haben wir ja überlebt. Und da sind wir so, dass wir die Vorteile, die haben wir sehr stark gewichtet und die Nachteile haben ja bis jetzt nichts gemacht, oder? Die sind nicht so schlimm. Und auch da, das ist nicht irgendetwas, wo wir hingehen können und dann ist das nicht mehr so. Sondern wir sind einfach so. Und das hilft, wenn man sich das bewusst ist, insbesondere dessen, wenn wir jetzt auf irgendetwas eingehen möchten, das eben neu ist. Das mögen wir nicht als Menschen. Und da hilft es vielleicht nochmal zu überlegen, okay, bin ich jetzt neutral gegenüber vom Neuen? Ist es nicht so, dass ich alle die Nachteile sehr stark gewichte und die Vorteile nicht so und das wirklich versuche zu vergleichen mit dem Status quo? Und ist etwas ganz, ganz Wichtiges dabei auch, es gibt nicht die perfekte Lösung. Es gibt nicht irgendetwas, das keine Nachteile hat. Leider nicht. Aber wenn wir schon weniger Nachteile haben als das, was wir heute machen, sind wir schon einen rechten Schritt weiter. Gut, das war mein Input. Ich möchte noch ganz kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, um die globale Erwärmung zu begrenzen, da brauchen wir viele Dinge. Wir müssen wegkommen von den fossilen Rohstoffen.
wie Erdöl, Erdgas und Kohle. Und die Produkte, die wir daraus herstellen, zum Beispiel Benzin, Diesel, Kerosin, Heizöl, Schweröl, Kunststoffe. Wir müssen schauen, dass wir Biomasse nachhaltig nutzen, also dass wir so viel beispielsweise Holz nutzen, wie gleichzeitig nachwächst. Wir müssen schauen, dass wir auch die anderen Treibhausgasemissionen reduzieren können. Und da, gerade beim Methan, haben wir eigentlich einen sehr starken Verbündeten, wenn wir das richtig machen. Und letztendlich müssen wir auch CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen, nämlich so viel, wie wir noch emittieren, damit wir in der Bilanz auf Netto kommen. Das war mein kurzer Input diesbezüglich. Ich bin sicher, es gibt noch einige Fragen dazu oder Diskussionspunkte. Ich freue mich darauf. Merci vielmals auf jeden Fall fürs Zuhören. Genau, ich müsste jetzt Dreisatz machen. 44 Gramm brauchen 22,41 Liter. Nicht wahr? ich wüsste es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, wie viel das es braucht. Aber ich kann es ausrechnen, kann es sagen. Ich hab mal ausgerechnet, die Schweiz, die stößt ja jedes Jahr 40, vielleicht hilft das ein bisschen. Aber das hat nicht normale Atmosphärendruck, aber das ist eine Säule. Die Schweiz stößt ja jedes Jahr etwa 40 Millionen Tonnen CO2 aus. Nein, die Schweiz. Ja, wir alle zusammen. Genau, also nur innerhalb der Schweiz. Innerhalb der Schweiz, genau. Eine Million Tonne, habe ich Milliarde gesagt? Millionen. Ja, Millionen Tonnen CO2. Eine Million Tonne. Wie viel ist das etwa, dass man sich das vorstellen kann? Das ist etwa, wie wenn wir jetzt draußen hingehen würden, wir würden einen Würfel machen, respektive einfach ein Rechteck, 1,5 mal 1,5 Kilometer und dann die ganze Luftsäule da. Also wir machen etwa 40 mal so viel jedes Jahr. Es ist immer eine Herausforderung, wie man Dinge angehen möchte, insbesondere wenn man recht lange gemütlich ist und dann irgendwann findet, okay, und jetzt muss es relativ schnell gehen, insbesondere weil der Druck halt auch entsprechend hoch ist. Ich sehe das auch als Herausforderung, eben wenn Sie das angesprochen haben, beispielsweise die Dimensionierung. Bei Wärmepumpen eben, dann sind die einfach laut, beispielsweise, wenn die müssen viel arbeiten. Oft wird dann der einfache Ersatz gemacht, dass man hingeht und sagt, gut, man macht jetzt eine Pelle oder eine Holzheizung, weil da muss man nichts isolieren, nichts dämmen. Dann braucht man einfach extrem viel Holz und wir haben nicht genug Holz, um das alles zu verfeuern. Es ist schon ein bisschen eine Abwägung, aber auch gerade diesbezüglich, über das Ganze, sagen wir, über die nächsten 20, 30 Jahre ist ein solches Heizsystem günstiger, auch wenn Sie beispielsweise ein Gebäude dämmen, dann kommt sie über die nächsten 20, 30 Jahre kommt sie die Dämmung günstiger, wie wenn sie nicht dämmen. Aber das heißt, okay, über 30 Jahren, das Geld brauchen sie ja jetzt, oder? Heute. Die SVP, die hat da mal einen Vorschlag gemacht, dass man da Hypotheken dafür bekommt, beispielsweise. Das wurde dann nicht breit aufgegriffen, also nicht, dass ich jetzt irgendwie parteiisch irgendwie etwas zeigen will. Aber ich denke, es ist irgend so etwas, das ist ein Vorschlag, der, wieso sage ich das mit der SVP, der ist vermutlich mehrheitsfähig. Und ich denke, da könnten wir wirklich etwas helfen. Aber das ist dann die Frage von den Finanzinstituten, Hypotheken. Man kennt das, man muss dann Tragfähigkeit zeigen, oder? Das ist eine nächste Herausforderung. Man muss genug Einkommen dafür haben. Wie gehen wir mit all diesen Dingen um, oder? Und dann haben wir erst die Leute abgedeckt, die selber Eigentümer sind. Dann haben wir noch nicht die ganzen Leute abgedeckt, die irgendwo in der Miete sind, wo die Herausforderung das ist, dass man heute eine Steuer auf den fossilen Brennstoffen hat, wo der Betrieb dann von den Mietenden bezahlt wird. Also die Steuer wird von den Mieten bezahlt, aber die Heizung, die wird vom Vermieter wird die installiert. Es gibt viele Herausforderungen, die wir da besprechen müssen. Also ich habe die Lösung nicht dafür. Die Leute, die haben immer gerne eine einzige Zahl. Eine einzige Zahl, um irgendetwas
zu vergleichen. Und wir möchten gerne, wir haben das nicht so gerne, wie viele Tonnen Methan haben wir ausgestoßen, wie viele Tonnen CO2, wie viele Tonnen Lachgas. Wir möchten gerne eine Zahl, wie viele Treibhausgase haben wir ausgestoßen, oder nachvollziehbar. Jetzt, das ist die Herausforderung da ist, dass die Dinge, die haben verschiedene Charaktere. Das haben wir angesprochen. Das eine lebt relativ lang, das andere relativ kurz. Wenn ich zum Beispiel 1 Milliarde Tonnen Methan ausstoße, dann habe ich diese Erwärmung. Wenn ich 1 Milliarde Tonnen CO2 ausstoße, dann habe ich diese Erwärmung. Ich kann jetzt hingehen und ich kann sagen, okay, zum Beispiel 28 Milliarden Tonnen CO2, die haben die Erwärmung und 100 Milliarden Tonnen haben die Erwärmung. Und was man jetzt machen kann, und Sie sehen das, Sie können jetzt hingehen und Sie können sagen, okay, 1 Milliarde Tonne Methan, die hat genau die gleiche Erwärmung nach, was wollen wir sagen, 12 Jahren wie 100 Milliarden Tonnen CO2 beispielsweise. Man nimmt einen Zeitpunkt, man nimmt eine Charakteristika, zum Beispiel die Erwärmung, und man vergleicht diese und dann hat man einfach einen Zeitpunkt, wo das stimmt. Vorher stimmt das nicht und nachher stimmt das nicht. Das ist die Herausforderung hinten draußen. Und was das GWP 100 jetzt sagt, das sagt, dass das kumulative Radiative Forcing, das ist irgendein Konstrukt, wo wir in der Atmosphäre und Klimaphysik recht spannend finden, dass das über 100 Jahre vom Methan gleich ist, wie wenn ich 29,8 mal so viel CO2 emittiert hätte. Das ist eine Größe, ist eigentlich noch spannend, wenn Sie das geschichtlich verfolgen, das wurde in der Klimawissenschaft, wurde das entwickelt. Einfach so, ist noch spannend, die Dinge so ein bisschen zu vergleichen und anzuschauen. Und dann plötzlich wurde es von der Politik aufgegriffen. Man nimmt das ist jetzt der Standard, wie man das umrechnet. Wenn man vielleicht gefragt hätte, hätte man etwas anderes vorgeschlagen. Aber spielt nicht so eine Rolle. Genau. Aber das gibt es jetzt auch in der Schweiz, gibt es recht große Diskussionen, weil man sagt jetzt, okay, das GWP 100, das ist jetzt nicht ein guter Umrechnungsfaktor, da gibt es bessere Umrechnungsfaktoren. Und dann schaut man das an. Ich vergleiche es ein bisschen mit Nahrungsmitteln. Wenn ich Sie jetzt frage, ich habe hier ein Boulet und ich habe eine gewisse Menge Spaghetti, 400 Gramm. Wie viel mehr ist das Boulet als Spaghetti? Sagen Sie einen Faktor, wie viel mehr ist das Boulet als die Spaghetti? Kann man da irgendeine Zahl nennen? Ja, man kann hingehen und sagen, okay, Kalorien. Wie viel mehr Kalorien hat das Hühnchen als die Spaghetti? Das kann man machen, aber das ist nicht für alle Nährstoffe gleich, oder? Wenn ich dann einen Faktor habe, dann kann ich sagen, okay, die Spaghetti, die sind recht kalorienintensiv, die haben zum Beispiel irgendwie 3-mal mehr Kalorien wie das Boulet. Aber das gilt nicht für Vitamin C, das gilt nicht für Vitamin B12 und so weiter. Da brauchen Sie immer andere Dinge. Oder? Und was jetzt passiert, oder? In den Klimamodellen, da rechnen wir 400 Gramm Spaghetti und wir rechnen ein Hühnchen mit all den Charakteristika. Was jetzt passiert, jetzt geht man hin und sagt, ja gut, jetzt haben Sie die Kalorien genutzt als Umrechnungsform, jetzt gibt es aber eine neuere Variante, zum Beispiel Vitamin B12, das wurde nachher erfunden, und da ist der Faktor ein anderer. Sie liegen falsch, oder? Und das ist genau die Diskussion, die jetzt drum ist. Also alle diese Faktoren, die sind alle falsch, aber Sie versuchen auch etwas herunterzubrechen. Ich weiß nicht, wie komplex war der Vortrag. Also von dem, was Sie verdauen können, bis zu quasi total langweilig irgendwo. Ich hoffe, dass ich irgendwo in einem guten Bereich war, oder? Ich muss Dinge runterbrechen. Ich muss Dinge vereinfachen und das habe ich zum Beispiel vereinfacht. Ich sage, wenn wir die globale Erwärmung begrenzen wollen, dann können wir beispielsweise am Netto-Null runter. Wir können aber auch hingehen und Geoengineering machen, absolut. Und das kommt aus dem Effekt raus, dass man sagt, okay, jetzt haben wir alle diese Stoffe, die wirken wärmend und wir haben ja schon Stoffe, die wirken kühlend. Wieso machen wir nicht einfach mehr von denen? Oder? Ist ein legitimer Ansatz. Es kommt alles mit seinen Vor- und Nachteilen. Wir können auch ein bisschen drüber sprechen. Da gibt es auch verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Wir können den ganzen Abend drüber sprechen. Die Hauptherausforderung ist, dass all die Dinge, die sind noch kurzlebiger als Methan.
Das heißt, wenn Sie heute aufhören, dann haben Sie in 2-3 Jahren die volle Erwärmung. Und das ist nicht schön, oder? Insbesondere dann, wenn Sie irgendwo eine Infrastruktur haben und da irgendein terroristischer Anschlag zum Beispiel passiert, dann sind Sie einfach anfällig. Es würde mich aber nicht erstaunen, wenn wir das als Menschen irgendwann machen. Wieso? Die Personen, die den Klimawandel antreiben, sind nicht die, die am stärksten darunter leiden. Also sehr fest globale Norden, wir haben einen sehr viel überproportionalen Fußabdruck, wir stoßen sehr viel mehr CO2 aus als der globale Süden. Aber der globale Süden ist typischerweise da, wo die Auswirkungen stärker sind. Das ist zum Beispiel Indien, ist ein Beispiel, die stoßen auch sehr viel CO2 aus, pro Kopf noch unterdurchschnittlich. Aber da kann man erwarten, dass einfach wenn die globale Erwärmung stärker wird, dass irgendwann, gibt so eine Temperatur, die heißt Wet Bulb Temperature. Feuchte Pfropfentemperatur, wenn ich mich nicht täusche in Deutsch. Und die sagt, das haben Sie sicher schon gemerkt, wenn Sie eine feuchte Fläche haben und drüber blasen, dann wird das kühl. Und das sagt genau, wie kalt wird das. Und das zeigt eigentlich, wie kalt wir werden können, wenn wir schwitzen. Wenn die Temperatur zu hoch ist, das sind mehr als 23,5 Grad, dann können wir durch Schwitzen nicht mehr kühlen. Das heißt, egal ob Sie alt oder jung, dick oder dünn sind, Sie sterben, Sie überhitzen, wenn das ist. In Indien haben wir diese Temperatur heute teilweise schon überschritten. In Zukunft dürfte das stärker werden. Diese Temperatur setzt sich zusammen mit der reellen Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Das ist eine Kombination. Und jetzt ist es so, in Indien, da ist es nicht so wie bei uns. Wir haben eigentlich den höchsten Stromverbrauch, wenn es kalt ist. Indien hat den höchsten Stromverbrauch, wenn es heiß ist. Also dann wird das Stromsystem maximal belastet. Und wenn das irgendwann mal kollabiert, dann steigen die Kühlketten aus. Und plötzlich können die Leute nicht mehr kühlen und dann überhitzen sie. Und dann sterben nicht ein paar hundert Leute, dann sterben 10-20%. Und dann kann man sich vorstellen, dass Indien dann vielleicht hingeht und sagt, okay, das wollen wir nicht mehr. Und wir machen in Eigenregie irgend so etwas. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, weil irgendwo das ist das Beispiel Indien, das ist nach einem Maßen groß, also sehr groß sogar. Aber es gibt auch andere Staaten, die sind deutlich kleiner und sehr betroffen vom Klimawandel. Die können sich nicht helfen. Die können nicht global hingehen und sagen, okay, hört jetzt auf. Also es würde mich nicht wundern, wenn die dann hingehen und sagen, okay, wir machen das in Eigenregie. Ja, es gibt Forschung dazu. Es ist ein bisschen verpönt, muss ich ganz klar sagen. Es sind auch nicht alle dafür, weil man sagt natürlich irgendwo durch, ja gut, man forscht an irgendetwas, wo man einfach einen Ausweg hat, oder? Ich unterstütze diese Haltung nicht. Also ich sehe das absolut, aber ich glaube, wenn wir das irgendwann mal machen, ist es für mich viel, viel besser zu wissen, wie wir das machen, respektive was hat welche Vor- und welche Nachteile. Zum Beispiel, der größte Teil von dieser kühlenden Wirkung, der kommt von diesen Stickoxidemissionen. Das machen auch Vulkane, von dem her wissen wir auch, dass das funktioniert. Wenn wir das aber tun, dann müssen wir Schwefeldioxid-Emission, dann müssen wir Schwefeldioxid in die Stratosphäre bringen. Das macht das Ozon kaputt, oder? Dann haben wir es kühler, aber Hautkrebs. Das sind die Dinge, das habe ich gemeint mit Vor- und Nachteilen, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fachmann darauf, ich weiß es nicht genau. Ich kann mir vorstellen, dass das durch verschiedene Dinge, dass man das macht, weil ich glaube, die Slide habe ich nicht hier. Also Spektroskopie hilft da extrem viel. Im Endeffekt ist alles Physik. Ich habe es nicht hier. Man kann sich vorstellen, quasi die Erde, die hat ja eine gewisse Temperatur und die emittiert infrarote Strahlung ab. Und es hat verschiedene Treibhausgase in der Atmosphäre. Das stärkste Treibhausgas, das wir haben, ist Wasserdampf. Genau. Das hat es aber so viel, dass es keine Rolle mehr spielt, dass, ob es mehr oder weniger hat. Aber das absorbiert dann eben beim Infrarot
absorbiert das gewisse Bereiche vom Infrarot. Und das, was dann noch durchkommt, dann, das ist dann das, was wirklich abgestrahlt wird. Und jetzt ein Treibhausgas, das geht hin und das absorbiert einen zusätzlichen Bereich. Und das, was man machen kann, ist mit den Satelliten kann man hingehen und man kann messen, okay, wie viel von diesem Band wurde absorbiert, wie viel kommt da noch durch bei dieser Wellenlänge. Und dann kann man rausrechnen, okay, wie viel Energie entspricht das, wie viel Erwärmung hat es herbeigeführt. Aber im Endeffekt ist das alles so wirklich hundertprozentig, gibt es nicht irgendwie Satellitexperiment, das ist hundertprozentig aufschlussreich, oder man misst es im Labor und das ist hundertprozentig aufschlussreich. Am Schluss muss man ganz verschiedene Experimente muss man kombinieren und in der Kombination kann man das ableiten. Sie haben genau die zwei Gründe gesagt, wieso, dass man das da macht. Es ist vulkanisch und es ist porös. Genau das sucht man da. Okay, vulkanisch, vielleicht, was ist geologisch gesehen, über geologische Zeiträume gesehen, die Hauptsenke von CO2? Also was hat über geologische Zeiträume das meiste CO2 aus der Atmosphäre rausgeholt? Das sind nicht Wälder, das sind Gesteine. Also das hat Gesteine, die können mit CO2 reagieren. Da gibt es auch die beschleunigte Verwitterung, Enhanced Rock Weathering, sagt man dem. Da reagieren Gesteine dann mit CO2, respektive mit der Kohlensäure. Und jetzt können das nicht alle Gesteine können so reagieren, das können nur Gesteine machen, die eben noch nicht mit CO2 reagiert haben. Wenn sie mit CO2 reagiert haben, dann gibt es Carbonate, wie zum Beispiel Kalk, das ist, was wir hier recht viel haben. Der ganze Kalk, den wir hier haben, der ist genau so entstanden. Durch die Reaktion. Und das ist irgendwann mal vulkanisches Gestein gewesen, das hat aber noch nicht reagiert mit dem CO2. Und dann reagiert es mit dem CO2 in der Atmosphäre, mit dem sauren Regen sozusagen, mit der Kohlensäure im Regen und dann formt das Carbonat. Und genau das nützt man eben da aus. Und porös muss es sein, weil dann fließt das eben, man injiziert da Kohlensäure, Wasser, wirklich, also man nimmt Wasser, man gibt CO2 ein, man macht Kohlensäure und man injiziert das in den Untergrund. Und jetzt, damit sich das verteilt, ist es eben wichtig, dass der Untergrund porös ist, dass es eben durchgängig ist. Und dann reagiert das da mit dem Gestein. Und in Island zum Beispiel gibt es Studien, die zeigen, dass das CO2, das man injiziert, dass mehr als 90% innerhalb von 2 Jahren mit dem Gestein reagiert und dann gibt es Carbonate. Der Riesenvorteil davon ist, solange Sie das Gestein da nicht wieder auf 800 Grad aufheizen, wird das CO2 da drin bleiben. Das ist nicht mehr gasförmiges CO2, das ist Kalk. Und das bleibt genau gleich lange, wie der Jura bleibt oder der Jütliberg bleibt. Herzlichen Dank für diese sehr gut verständlichen Ausführungen. Hat mir extrem Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Vielen Dank fürs Kommen. Schönen Abend miteinander. Merci vielmals. Schönen Abend.